Ja, hallo liebe Leute, ich komme gerade aus dem Umweltausschuss und da habe ich dem Staatssekretär Gebler die Frage gestellt, wie man denn gewährleisten will, dass die Rückstellung von dem Käufer der Braunkohlesparte von Vattenfall, die zur Sanierung der Braunkohlefolgekosten eingesetzt werden sollen, dass die auch ausreichen, dass unser Berliner Trinkwasser sauber ist. Hier nochmal kurz zur Verdeutlichung, das Wasser, was im Spreewald da rumschwimmt. Auch wenn die braune Brühe vorher ausfällt, haben wir das Sulfat ja trotzdem dann bei uns im südlichen Wasserwerk Friedrichshagen. Und damit Vattenfall und auch EPH versteht, dass Braunkohle der Vergangenheit angehört und dass unser Trinkwasser ein wichtiges, schützenswertes Gut ist, fahre ich am Wochenende in die Lausitz und werde in Welzow demonstrieren. Und ich freue mich, wenn viele von euch mitkommen und mit mir, meinem neuen Banner, der Umweltbewegung und unseren Freunden und Freundinnen aus Brandenburg mit demonstrieren. Ja, ich schreibe nochmal den Link zu den Bussen, die fahren, und freue mich, wenn wir da viele und bunt auf der Straße sind.